Der Valentinstag steht vor der Tür. Wie kannst du auch dieses Jahr trotz Lockdown und all diesen Herausforderungen einen wunderschönen Valentinstag mit deinem Traummann verbringen? In diesem Video erfährst du, wie du ein wunderschönes Valentinstags-Date organisierst, das er nie wieder vergessen wird. Und auch, was du tun kannst, wenn ihr gerade in einer Fernbeziehung seid oder auch euch aufgrund dieser aktuellen Situation nicht persönlich sehen könnt. Und auch für Singles gibt es einen perfekten Tipp für den besten Valentinstag, den du bisher hattest. Bevor wir loslegen, abonniere meinen Kanal, damit du alle diese spannenden Videos auch immer sofort bekommst. Der Valentinstag, ein wunderschöner Tag, der uns manchmal aber ganz schön unter Druck setzen kann. Unter Druck setzen vor allem dann, wenn wir Angst haben, dass dieser Valentinstag nicht so schön werden könnte oder wenn wir Angst haben, dass es vielleicht aufgrund der aktuellen Situationen vielleicht ein trauriger Tag wird. Aber Kopf hoch, ich zeige dir jetzt, wie du einen wunderschönen Valentinstag verbringen kannst. Plus, die Tipps funktionieren auch für Fernbeziehungen. Ich habe hier die 10 besten Valentinstag-Dates zusammengestellt und ich beginne mit Nummer 10 auf Platz Nummer 10. Dieses Jahr zum Valentinstag ist ein gemeinsamer Ausflug. Zum Beispiel gemeinsam eine Sightseeing-Tour durch die Stadt machen oder gemeinsam im Schnee zu wandern, wenn das Wetter so ist, gemeinsam vielleicht eine Skiwanderung zu machen oder gemeinsam spazieren zu gehen. Wenn du so wie ich in einem warmen, sonnigen Land lebst, dann könnte man auch gemeinsam Fahrrad fahren gehen oder sogar ein Picknick draußen veranstalten. Gemeinsamer Ausflug. Dieses Jahr nur auf Platz 10, weil Lockdown ist und wir sowieso andauernd nur spazieren gehen und vielleicht das Wetter auch nicht so perfekt passt. Plus, wenn du in einer Fernbeziehung bist, wie kannst du das dann machen? Man kann auch gemeinsam spazieren gehen und das mit einem Videocall übertragen und einfach einander zeigen, wo du bist und dieses trotzdem gemeinsam draußen bewegen, obwohl jeder an seinem Ort ist, das kann auch ein wunderschönes Date werden. Platz Nummer 9 für das beste Valentinstag-Date ist ein gemeinsamer Spa-Abend mit Massage, Duftöle, Bad nehmen, allem, was dazugehört. Der gemeinsame Spa-Abend ist auf Platz 9 und nicht auf Platz 1, weil du dazu auch entsprechend große Badewanne brauchst oder halt wirklich die Räumlichkeiten brauchst. Kann aber total schön sein. Und eine Massage, man kann sich gegenseitig massieren. Und eine Massage stärkt die Bindung. Erinnere dich an das Video, das ich gemacht habe darüber, wie sich Männer verlieben. Und Massage erhöht den Oxytocin-Ausstoß. Und Oxytocin ist das Bindungshormon. Also Massage für den Valentinstag ist eine gute Idee. Bei einer Fernbeziehung geht das leider nicht. Aber da kannst du einen Gutschein schenken für einen gemeinsamen Spa-Abend mit Massage. Auf Platz 8 für ein schönes Valentinstags-Date zu Hause im Lockdown ist ein gemeinsames Puzzle zu machen. Und zwar so ein richtig großes, weißt du, so ein 1000-Teile-Puzzle oder so etwas. Natürlich, wenn man sowas mag. Das Schöne ist, dass das auch eine Herausforderung ist. Es ist was Neues. Und es ist etwas, was man gemeinsam löst. Und ich finde, ein Puzzle zu machen ist auch so ein bisschen meditativ. Und man kann sich sehr gut dabei unterhalten und sehr viel Spaß miteinander haben. Auf Platz Nummer 7, eine virtuelle Weinverkostung. Mittlerweile die Leute, also Weinhändler und so weiter, viele haben sich angepasst an die aktuelle Situation und es gibt virtuelle Weinverkostungen. Das heißt, man kann sich vorher anmelden, der Wein oder Champagner wird dir zugeschickt und du hast dann virtuell jemanden, der euch das dann erklärt, diese Dinge beschreibt und ihr macht die Verkostung von zu Hause aus. Das kann mega Spaß machen, da musst du dich aber bald schon dafür anmelden, denn ich vermute, am Valentinstag werden die ziemlich ausgebucht sein. Und das kannst du übrigens auch in einer Fernbeziehung machen. Da schaltet sich dann jeder quasi von zu Hause dazu über einen Videocall.
Und auch da ist das möglich. Solltest du das nicht mehr schaffen, weil es ausgebucht ist, auf Platz Nummer 6, Cocktails selber machen. Man kann sich jetzt schon zum Cocktail selber machen alles bestellen. Du kannst dir so eine Art kleine Cocktailbar herrichten und ein paar gute Rezepte raussuchen, die du mit deinem Traummann gemeinsam ausprobierst. Was in all den Situationen gilt, wenn wir zu Hause Valentinstag verbringen, style dich trotzdem komplett. Ja? Zieh auch Kleid und hohe Schuhe an und schmink dich und mach all das, was du auch tun würdest, wenn du rausgehen würdest. Das gibt dem Ganzen einfach noch ein bisschen mehr Glamour, ein bisschen mehr Ambiente. Und wenn du deine Wohnung auch noch schön dekorierst und gestaltest, dann kann man wirklich für einen Abend vergessen, dass man eigentlich schon zum 500. Mal zu Hause in der Wohnung ist. So, auf Platz Nummer 5, und das musst du rechtzeitig organisieren, erotische Brettspiele für zwei. Da brauchst du nur im Internet suchen, es gibt eine Menge erotische Brettspiele, die man zu zweit spielen kann und die so die eine oder andere Überraschung mit sich bringen und für einen heißen Abend garantieren. Auf Platz Nummer 4 jetzt etwas für die Leute, die was Intellektuelles gerne machen würden. Man kann einen virtuellen Museumsbesuch machen. Wirklich, einige Museen bieten jetzt die Möglichkeit an, virtuell das Museum zu besuchen und so einfach neue Dinge zu entdecken, Ausstellungen zu besuchen von zu Hause aus. Auch das kann man machen, auch in einer Fernbeziehung funktioniert das sehr gut. Bevor ich zu den Top 3 Dates für den Valentinstag komme, frage an dich: Was ist dein perfektes Date? Was wünschst du dir von deinem Traummann zum Valentinstag? Hinterlass mir hier deinen Kommentar. Und weißt du was? Du kannst ja später dieses Video zufällig an deinen Freund weiterschicken und er kann sich all die Kommentare durchlesen und die Tipps anhören. Vielleicht ist da was dabei, was ihn motiviert. Und liebe Männer, für alle, die zusehen, vielleicht magst du ja deine Frau mit einem wunderschönen Date überraschen zum Valentinstag und sie so trotz Lockdown und all dem drumherum ein bisschen aufheitern. Und für alle Männer in Fernbeziehung, wie wäre es, wenn du zum Valentinstag deine Freundin überrascht und sie besuchen kommst? Ich glaube, sie wird sich riesig darüber freuen, wieder in deinen Armen zu liegen. Und jetzt zu den Top 3 für den Valentinstag. Ich überlege mal, was ich und Helmut machen werden. Mal schauen. Ich hoffe, er schaut das Video an und plant was für mich. So, Nummer 3. Gemeinsam etwas ganz Neues kochen. Also du spielst so quasi Restaurant. Und gemeinsam kochen ist eine gute Sache, habe ich auch in anderen Videos schon erwähnt. Auch das stärkt wieder die Bindung. Vor allem, wenn du gemeinsam etwas ganz Neues kochst. Man probiert das dann aus und es ist gemeinsame Vorbereiten und gemeinsam etwas erschaffen. Kochen ist ja auch etwas erschaffen, etwas kreieren. Und ich glaube, das kann ein ganz, ganz schöner Abend werden, vor allem wenn man auch dann schön gekleidet ist, schöne Musik hat, ein schönes Ambiente erschaffen hat, kann das ein ganz tolles Date werden. Platz 2, und jetzt wirst du überrascht sein, dass ich das sage, Platz 2, gemeinsam ein Karaoke-Abend zu Hause. Das ist möglich, mit allen möglichen Spielkonsolen geht das und es gibt auch schon so Apps, wo man Karaoke singen kann gemeinsam. Wie du weißt, vielleicht aus Petmut Folge 2, ich bin ja kein Karaoke-Fan, aber ich singe gern, aber ich singe halt ein bisschen falsch, aber ich singe gern. Und gemeinsames Singen kann mega Spaß machen und dich total miteinander verbinden. Und auch wenn man falsch singt, das ist dann irgendwie auch lustig, aus sich herauszugehen und einfach gemeinsam vielleicht über Grenzen zu gehen. Ja, einfach Spaß zu haben, einfach mal wirklich alles rundherum zu vergessen, frei zu sein, wie vielleicht so diese Freiheit, die man oft als Kind hat, wo einem viele Dinge noch egal sind, vielleicht das auch als Erwachsener so einfach sein können, Spaß haben, lachen können und voll genießen können. Und auf Platz Nummer 1 für dieses Jahr ist eine virtuelle Show oder virtuelles Theater oder Kabarett zu besuchen. So, kannst du nachschauen im Internet. Heute habe ich gesehen, auf berlin.de
kann man sogar aus einer ganzen Liste auswählen, was man alles machen möchte. Virtuelles Theater, es gibt Kabarett, es gibt Musikshows, Musicals, Oper. All das wird jetzt online übertragen und das finde ich großartig. Und ich finde auch wichtig, dass wir unsere Künstler und die Kultur unterstützen. Und ich meine, ich glaube, uns allen fehlt das ja auch schon ein bisschen, so das Rausgehen und draußen was machen. Aber so kann man sich das ein bisschen nach Hause holen und gemeinsam zu Hause diese Show genießen, dieses Theater, diese Oper genießen und einen ganz besonderen Abend verbringen. Meine Lieben, ich freue mich darauf, von euch zu hören. In der nächsten Folge ist meine Geburtstagsfolge. In der nächsten Folge feiere ich tatsächlich mit euch gemeinsam meinen 40. Geburtstag. Ich weiß, ihr seid alle total überrascht, dass ich schon 40 bin. Ich schaue ja aus wie 25. Weiß ich alles, danke. Aber es ist wahr, unglaublich, aber wahr. Petra wird 40 in der nächsten Folge. Und du bist dabei. Ich freue mich auf dich. Lass es dir gut gehen. Alles Liebe. Und ich freue mich darauf, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bis dann. Ciao.